Jawohl! Ei! Und ja, hier könnte ich theoretisch Farm, eine Farm errichten. Oh, ein Schiffswrack. Ja gut, hier unten rum muss ich nicht absichern. Jawohl. Das ist schon mal gut. Wie ihr wünscht. Alles klar. Oder? Jawohl. Schon unterwegs. Ja, sieht so aus, als ob ich hier rum nicht absichern müsste. Ich muss also nur hier absichern. Und halt meine... Stadt selber an sich, also auf jeden Fall hier und hier oben, hier. Dann wäre schon mal eine Straße hier rausziehen. Ich werde angegriffen! Oh, Räuber! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Räuber! Ah. Schon unterwegs. Das ist wiederum unpraktisch. Alles klar. Jawohl. Weil beim Nachbargebiet zu haben, ist definitiv unpraktisch. Allerdings hätte ich das Gebiet gerne. So. Ja, weil sonst müsste ich da durch den Wald durchziehen. Kann dann aber hier... na, klappt auch nicht ganz so, weil... Hier flacht es dann wieder ab. Hm. Doch, trotzdem brauche ich das Nachbargebiet. So, aber jetzt erstmal Weizen farmen. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Was errichte ich ihm dann hier? Und hier noch eins. So. Verstanden. Schäfchen. Sofort. Sofort. Wie ihr wünscht. So, erstmal hier festigen. Schon unterwegs. Jawohl. Wie ihr wünscht. Okay, Fisch kommt. Das ist gut. Bisschen Geld haben wir auch noch. Sofort! Ei! Wie ihr wünscht! Hier ist nichts. Da scheint der Hafen zu sein. Seid willkommen im Hafen von Asambai. Ich biete euch erlesene Waren zu einem fairen Preis an. Wenn ihr euch am Ausbau meines Sortiments beteiligt, kann ich euch in Kürze auch Eisen sowie mehr Söldner bereitstellen.
Jawohl! Also bei ihm können wir nichts. Jawohl! Holen. Schon gut. Unterwegs! Das Hauptproblem ist... Wir haben ein Territorium eingenommen. Wenn ich ihm Gold schicke... Oh, wir können keine Holzpalisaden bauen. Die Angst vor dem Fluch trieb uns hierher nach Amestan in Kanas vermeintlicher Obhut. Doch unsere Situation ist nun noch schlimmer als zuvor. Kana zwingt uns zur Fronarbeit und wir leiden an Hunger. Sendet uns Saatgut für unsere Felder. So, Jäger. Okay, da ist es ja gut, dass ich angefangen habe. Jawohl! Auf euren Befehl! Weizen zu produzieren. Auf euren Befehl! Ja, und hier wäre ein Schlaraffenland an Fisch. Tier. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Die Regenzeit hat eingesetzt. Okay, jetzt ist... Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ja, weil gerade Regenzeit ist. Und wir haben auch die Direktverbindung zu unserem... Jäger verloren. Ja, ich habe gerade kaum wohl eine Wahl, als Söldner anzuheuern, die mir helfen, die Räuber loszuwerden. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Jawohl! Auf euren Befehl! Jawohl! Ei! Jo, weil die sitzen hier ganz schön. Brauche ich nur mindestens noch mal so viele. Ei. Ja, und du kommst halt nicht an. So, jetzt setzt er gleich die Segel. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Warten wir, bis er wiederkommt. Und hoffen einfach mal, dass die Regenzeit schnell an uns vorbeizieht. Die sind nur bekannt, verkaufen gar nichts gerade.
Und ich glaube, da können wir dann einen Handelsposten errichten. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. So, jawohl. Wer wohnt hier in Rot? Das noch? Hier gibt es eine seltsame Vorrichtung an einem Felsen. Was mag das wohl sein? Okay, Rot sieht fast aus wie... Alles klar. Unser Feind. Alles klar. Schon unterwegs. Die Regenzeit ist vorüber. Sehr schön, jetzt haben wir wieder Kornfelder und wieder Fische. Und er hier kann. Sofort! Auf euren Befehl! Sich auch auf den Weg machen. Sofort! Und so wie es aussieht, wird. Jawohl! Lager von Biorat. Sofort! Wir können diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht. Sofort! Okay, wir können diese Siedlung nicht betreten. Jawohl! So, den Rest kann ich mir nicht angucken, weil das hinter den Roten ist. Da mal gucken, wann der Hafenmeister das nächste Mal wieder ansteuert. Wenn ich darauf warte, genau, dass mein Weizen ankommt. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ja, es ist schön, wieder richtige Vertonung zu haben, wenn nichts backt. Hoffen wir einfach mal, dass das so bleibt. Wenn nicht, wär's doof. So, die kriegen hier Weizen. So, währenddessen kann ich mich um einen Bäcker kümmern.
Wahrscheinlich um zwei Bäcker. Der Hunger wird uns nun nicht mehr quälen. Zum Dank für eure Hilfe öffnen wir euch unser Warenhaus. Kümmert euch besser um eure eigenen Angelegenheiten. Euren Untergang. Und was meine Untertanen angeht. Sie sollen sich nicht den Bauch vollschlagen. Sie sollen arbeiten. Um uns von Karna unabhängig zu machen, benötigen wir Zugang zum Hafen. Aber der Weg dorthin wird von einer wilden Bestie versperrt. Bitte sorgt für freien Durchgang. Am Hafen solltet ihr ein paar Söldner rekrutieren können. Haben wir ja schon zum Glück.